Hallo, hier ist wieder Tom, wir spielen weiter mit Star Wars Movie Duels. Wir waren stehen geblieben bei Episode 3, Rache der Sith, und wir starten gleich direkt mit der ersten Mission. Wir können auswählen Anakin oder den guten Count. Der Count war beim letzten Mal schon so extrem stark, wir nehmen mal Anakin. Na, also direkt die Szene mit dem Imperator. Okay, ich bin gespannt. Hat der überhaupt? Der ist ja gar nicht angeschnallt. Was ist los mit ihm? Warum? Hä? Wo waren denn seine Hände? Der sitzt da ja einfach nur so. Der Sprung, wie geil sieht denn der aus, Mann? Er macht den Batman. Okay, I'm ready. Aber ich spiele Obi-Wan. Ich dachte, wir spielen Anakin. Oh, wir können den Geistestreiber. Was passiert denn dann? Ja, ich bin nicht dein Feind. Greif mal lieber Anakin an, Kollege. Oh, guck mal, da hinten ist bleibt mein Schlafplatz, Mann. Ich leg mir hier schon mal, mach mir hier schon mal alles zurecht. So, und die Bettdecke hier auch noch hin. So, perfekt. Der Gute, es ist halt ein bisschen Information, die viele Leute haben. Die denken sich halt irgendwie immer, dass der gute Obi-Wan gleich einfach besiegt werden würde von Count Dooku. Das ist natürlich nicht so. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass er sich kurz schlafen legt dahinter unter seiner Metallplatte. Der ist halt ein harter Hund, in harten Zeiten aufgewachsen. Okay. Oh mein Gott, ich kann ihn exekuten. Dieser Tritt zu Anakin. So, erstmal schlafen legen. Diese Animation. Das sieht ungesund aus. Hey, hallo, was soll denn das jetzt? Ey, Kollege, hallo. Ich kann mich nicht wehren. Habe ich auch eine besondere Stance? Nee, okay. Aber das wird schwierig. Die Mission wird schwierig. Ich sehe das jetzt schon. Wir haben auch leider nicht meine liebste Fähigkeit mit Force Speed. Oh, er geht gleich. Warte mal, kann ich den Kanzler attackieren? Hast du eigentlich was dagegen, Count Dooku, wenn ich den Kanzler attackiere? Ich meine, das ist halt irgendwie so dein Boss, ne? Was war denn das für ein Special Move, Mann? Ich dachte, ich bin hier gegen einen krassen Count Dooku unterwegs. Oh, der macht mich fertig, Leute, ich habe Angst. Okay, der Schlag trifft manchmal, der so von oben kommt. Der von oben kommende Anakin-Schlag. Mit was werde ich jetzt angreifen? Mit was? Mit dem nach von oben kommenden Anakin-Schlag. Aber diesmal weiß er nicht genau, was kommt. Denn es kommt der von oben kommende Anakin-Schlag. Und normal. Nee, diesmal kommt er von der Seite. Gut, versuchen wir mal das hier. Au! Okay. Das hat schon gereicht. Wo sind deine Arme? Was? Dieser Blick von Count Dooku immer so kurz. Wupp, wupp. Ja, das ging doch eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Gucken wir mal, wie das Ganze mit Count Dooku abläuft. Ich denke mal, sehr ähnlich. Kann ich hier auf den Kanzler gehen? Der wehrt das einfach ab. Leute, ey, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber guckt mal hier. Warte, Vorführeffekt. Obi-Wan, sag mal, das ist nicht der Jedi-Way, mich hier die ganze Zeit zu attackieren. Nee, aber guck mal hier da. Der hat es eben abgewehrt. Ihr habt nicht hingeguckt. Aber der hat den Machtblitz abgewehrt. Das kann er nicht einfach so als Zivilist. Ich will dir das jetzt zeigen, Obi-Wan. Aber jetzt. Da, er hat es wieder abgewehrt. Leute, guck mal zum Kanzler. Anakin. Das ist der Sith-Lord, den du... Oh mein Gott, der finisht mich, oder? Ey, verliere das immer. Ihr habt geschrieben, ich muss da einfach nur drücken, aber ich verliere das trotzdem. Okay, wir gehen auf die easy-peasy Count Dooku, macht alles Platz-Stance. Ich bin einfach beeindruckt mit meinen krassen Fecht-Skills. So, Boys, Obi-Wan ist wieder tot. Hä? Was? Hä? Was? Was? Hä? Der hat sich ja fallen lassen. Was ist denn los mit Anakin? Ah, der macht da wieder den Klauer-Move. Das habe ich ja beim ersten Mal gar nicht gesehen. Da klaut er wieder die Taschen von Anakin, der auf dem Boden liegt. Was ist denn mit Count Dooku eigentlich los? Warum klaut er denn allen immer ihr Bargeld? Der Raffzahn. Kann ich jetzt hier ganz kurz mal, Mal, glaubst du, das tut ihm weh, Anakin? Guck mal, Anakin. Boah, der springt auch noch drauf. Anakin, da liegt doch dein Meister drunter. Ist dir das eigentlich bewusst? Na gut, komm, wir stecken ihn in die Ecke und machen den guten alten Count Dooku fechtet alles,
Mein Gott, der hat ihn einfach zerteilt. Ah, jetzt kommt was Neues. Lord Tyrannus, you have done well. The Force is with us, Master Sidious. Nice, neue Sequenz. Leute, wir haben auch wieder eine Frage des Tages. Diesmal. Welche Farbe hatte die Klinge des Lichtschwertes, welche Anakin im Kampf der geonosianischen Arena führt? Schreibt jetzt eure Antwort in die Kommentare und dann wird das Ganze am Ende aufgelöst. So Leute, nächste Mission. Showdown with Grievous. Können wir doch Grievous... Oh, wir können auch Grievous spielen. Oh, das ist verlockend. Da wäre erstmal Obi-Wan. Hello there. Cool, das kommt direkt damit. Fängt direkt damit an. Boah, ich werde den Sound für euch ein bisschen leiser machen, aber das ist super nervig gerade. So, komm. Was, die halten mehr aus? Mein Gott, als ob... Als ob Kenobi, die schießen aber auch gar nicht. Ne? Die lassen sich einfach umhauen. Ich soll eigentlich gerade die Magna-Wachen besiegen, glaube ich. Komm, hause weg, Obi-Wan. Das sind doch nur luschige... Was habe ich noch? Ich habe noch die schwere Angriffsstance. Okay, versuchen wir es mal damit. Mir wurde mal gesagt, ich soll häufiger mal die Haltung wechseln. Allerdings muss ich halt sagen, ich fühle die schwierige nicht. Der braucht so Ewigkeiten zum Angreifen damit. Der braucht Ewigkeiten zum Attackieren. Mit der blauen oder der gelben ist man halt ganz gut bedient. Okay, die haben wir alle. Jetzt auch das Geräusch weg. Ah, das ist aber cool gemacht. Okay, immer wieder schön. Was macht der? Was macht der? Wow! Kann ich ihn umstoßen? Nee, ne? Ich habe keine Fähigkeit, die mir irgendwie was hilft. Ich krieg immer weniger Fähigkeit. Oh, warte mal. Ich dachte, er stirbt direkt. Ist jetzt da unten. Also, der ist ja richtig schlecht. Oh. Was hat er jetzt gemacht? Hat ihm jetzt hier. Jetzt ist hier, heute der Brieftaschenklautag oder was? Was war denn das jetzt wieder für ein Move? Auch mit zwei Schwertern ist er deutlich stärker, der General Grievous. Kriege ich deutlich schlechter Hits auf ihn drauf. Kann ich denn meine eigenen Klonleute abknallen oder so? Ja, warum halten die denn so viel aus? Geh mal ganz kurz auf die gelbe Haltung. Ja, doch meinen Klonwind besiegt. Der kriegt ihn auch nicht down. Das ist genauso ein Schwächling wie ich gerade. Guck mal, wie lange der an einem so einem Klon hängt. Die sind unbesiegbar, die Klone. Nee, ich kann... Oh, der hat einen schon besiegt. Doch, doch. Geht das? Nee. Oh mein Gott, der kickt einen immer nur weg. Jetzt holen wir ihn uns, Warte, und jetzt. Komm, der Supermove. Und gleich nochmal. Scheiße. Okay, alles gut. Nochmal der Supermove. Ja, das macht gut Schaden. Hä, was? Okay. Was war denn da jetzt los? Hier haben einfach alles übersprungen. Haben da einfach mal alles über... War das absichtlich? Kann ich den hier runterstoßen? Ich kann ihn hier runterstoßen, oder? Kann ich damit auch... Oh, das ist der Sound von den Dingern. Der schießt einfach manchmal. Ey, der wechselt ja. Warte mal, habe ich das auch? Nee. Dann machen wir ihn aber auf die alte... Gute alte Obi-Wan Kenobi-Art und boxen ihn einfach weg. So, komm, gleich mal den Move hier rein. Komm, das muss ihm doch ordentlich Damage machen. Ja, das war gut, glaube ich. Jetzt aber. Der schießt doch gerade, der Dummkopf. Ja, siehst du mal, locker platt gemacht. Jutsu, der Schattendoppelgänger. Was macht denn? Was? Was? Was war das denn? Okay, das Ganze nochmal mit General Grievous. Vielleicht ist es nicht so bugvoll. Na, jetzt fängt es direkt hier an. Er muss gar nicht die Leibwächter besiegen, okay. Okay, wir haben nur diese... Wir haben anscheinend... Wir können nicht die Haltung wechseln. Wir haben nur diese vier Schwerter Angriffstechnik. Wir können ihn aber umkicken. Was können wir noch machen? Können wir hier irgendwas... Okay, das ging ja super schnell. Ich konnte nicht mal gucken, was ich genau konnte. Egal, wir werden es gleich sehen. Das ist ein bisschen ungerecht. Ich kann mich nicht bewegen. Obi-Wan. Obi-Wan, ich werde verlieren. Was soll ich denn tun? Es ist... Ja, ich lebe. Ich habe einen AP. Hilfe! Nein, von irgendeinem Klonsoldaten besiegt. Was soll das denn? Das können wir mal hier nochmal ausprobieren vielleicht. Was kann er denn hier? So ein
Teufel war denn das für eine Special Attack? Was ist das? Was soll denn das darstellen? Ah, ich kann auch auf ein Lichtschwert wechseln, aber ich werde wieder verlieren. Ich habe nur noch 13 Leben. Na gut, dann go. Yo! Ich habe ihn einfach weggesnatcht. Okay, es passiert wieder das Gleiche. Man beamt sich einfach hierher. Ich überspringe den Ladebalken nicht. Also, ich werde es mal nicht rausgekartet haben, denke ich. Wow. Wir haben Heal. Wir haben jetzt aber auch den Blaster, oder nicht? Wie kann er die denn abwehren? Das ist... Oh mein Gott! Wie disrespectful er da noch über der Leiche steht. Das ist nicht der Weg, wie man ihn besiegt. Aber wie kann er bitte mit diesem Stab die Schüsse abwehren? Das geht nicht. Und ich dachte mal, ich mache den übersmarten Move und schieße ihn einfach ab wie so ein fieser Hund. Okay, dann bleiben wir bei dem hier. So leicht macht sich das nicht, Obi-Wan. So leicht nicht. Ja, okay. So klappt's. Und weg hier. Komm. Na, alles klar. Damit haben wir wieder zwei Episoden gespielt oder zwei Missionen. Absolut fantastisch. Das Spiel bleibt einfach der Shit. Richtig cool. Macht absolut Spaß. Frage des Tages war heute die Farbe des Lichtschwerts. Die Farbe ist diesmal grün. Ha, ist eine fiese Frage. Das ist ein Moment, wo er ein grünes Lichtschwert bekommt. Einfach mal kurzzeitig zugeschmissen. Damit war's das. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.